Ja gut, ich habe bei dem linken Ding Norden, Süden, Norden, Westen, Süden gemacht und ist die Brücke aufgegangen. Aber da hinten so ein Dings ist, glaube ich eigentlich, dass ich das Falsche gemacht habe, nämlich das, was wir als nächstes ist, lesen sollten. Dafür bekommen wir aber ein Schild 2 und Münzen und eine schöne Feueraxt. Ah, und wenn man dann hier oben links gehen würde, dann würde man sehen, also was hast du verpasst. Nein, gegen dich will ich jetzt nicht kämpfen. Ja, was bleibt denn sonst noch übrig? Osten, Norden, Westen. Ich kann auch hier natürlich machen Norden, Westen, Süden. Nein, ich glaube, das ist die gleiche Brücke. Ich glaube nicht, auch wenn da stand, dass eine Brücke aufgegangen ist. Komm. Nein, nein. Aber da ist vielleicht auch nur eine Karte. Wir gehen jetzt weiter, okay? Wir haben ja schon diese Megakammer jetzt gerade erreicht, weil ich das Ergebnis falsch interpretiert habe. Glaube ich. Aber wisst ihr, manchmal muss man einfach Sachen falsch interpretieren, um ans Ziel zu kommen. Ja, wir haben gute Blockkarten. Da sehe ich keine Herausforderung. Angriff. Heilen. Dann deswegen ist die eine down und wir haben uns gut geheilt. So, Mio, Element und Spitzhacke. Müssen wir wirklich kämpfen? Ja, Mio. Es geht um viel. Es geht um alles. Ja, komm, Kanina, lock einfach. Kanina bekommt am besten die Doppelschilder, ne? Sehe ich gerade nur so. Dass das vielleicht ganz praktisch wäre unter Umständen. Omega. Aber die Bosskämpfe hier finde ich übrigens ganz cool, auch wenn der Bosskampf letzte Folge war, aber ich mag die Bossgegner. Ja, steck dein Dolch weg, haben wir nicht gesehen. Kanina. Okay, ja. So ein /5er-Ding haben wir hier bei ihr nicht mehr. Hat Tomoya noch eins? Ja. Okay. Geben wir ihm das Element Wind, wenn das sowieso besser ist. Ja, aber jetzt würde ich, weil ich weiß jetzt nicht, was ich... Ja, nee, wir gehen jetzt weiter, komm. Sowas Tolles kann ja nicht sein, wenn wir dann eh weitergeführt werden zu dem Ding, was wir jetzt kennen. Und jetzt das wichtige Ding. Norden. Wow. Ich find's immerhin toll, dass ich 3 von den Teilen irgendwie gelöst habe, auch wenn ich vom einen nicht mehr die Aufgabe... Ich habe mir erstmal nichts gegeben. Oder vielleicht sind Werte nur erhöht worden. Ich weiß es nicht. Oh, das... Ich hoffe, da kommen wir nochmal hin. Das ist so eine schöne kleine Ruine. Sowas, Geld für die müden Reisenden. Und jetzt kommen wir dahin, wo wir sehen. Ah nee. Doch noch nicht. Jetzt kommen wir dahin. Nein, wir sehen gar nicht so. Ach, wie schön wir da. Ah, verdammt, da haben wir doch was verpasst. Und schließlich erreichten wir das andere Ende der Höhle, traten wieder raus aus dem Dunkel des Tageslicht. Es scheint, als wären wir wieder draußen.
Ah, Sonnenlicht. Hast uns dieses Vieh da unten Angriff, hatte ich bereits befürchtet, die Sonne nie wieder zu sehen. Ich bin total fertig von dem Kampf. Lass uns ein Gasthaus suchen. Einverstanden. Mich hat dieses Monster auch ganz schön mitgenommen. Ja, springt einfach runter und geht ohne mich. Ja, ciao. Wer weiß, vielleicht machen wir uns ja einfach so wieder in unsere Zeit auf. Schön wäre es allemal. Aber so ein Wunder würde wohl nicht geschehen. Runterspringen wäre eine Option, aber hochklettern mit dem Kimono? Nein, danke. Okay. Na, wir sind drüben. Oh, Licht. Oh, hier auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz andere Karten. Ja, war eine coole Karte. 16 Angriff ist normalerweise. Oh, sogar ein Schatten. Ja, okay. okay, wir können nur runter. Das ist der Schneider. Da sehe ich keine Kisten. Oh, ein Dorf wieder! Ich mag Dörfer. Wie perfekt! Kaum beginnt die Sonne hinter dem Horizont zu sinken, schon findet man ein Gasthaus. Ja, das steht hier wirklich praktikabel. Gott sei Dank. Ach, okay, nun Gasthaus. Ja, in jede Nacht in einem weichen Bett ist mir willkommen. Komm schon, lass uns unsere Zimmer reservieren. Am liebsten würde ich ja weitergehen, aber ich will sehen, was die Fraktion für uns bereithält. Ich glaube, da geht es nicht nur dir so, aber nachts durch Gebiete mit Monstern zu laufen, halte ich für keine gute Idee. Deine Worte, Tomoya. Außerdem tut uns allen inzwischen sicherlich die Beine weh. Naja, es geht. Wir tun sie jedenfalls weh und ich finde, nach dem Trip in diese Höhle haben wir uns ein weiches Bett verdient. Klar, wir bleiben ja auch hier, nur eine Sache vorher noch. Was gibt es denn, Tomoya? Ich habe mir Gedanken gemacht über unsere Situation hier und falls die Fraktion uns keinen Weg nach Hause zeigen kann. Was hoffentlich nicht passiert. Ja, für's alle hoffe ich das, aber falls doch, dann würde ich gerne nach Sapporo gehen. Sapporo? Da kam ich doch her, bevor ich hier aufwachte. Ich will da nun wirklich nicht schon wieder hin. Was erhoffst du dir da, Tomoya? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe da so ein komisches Gefühl. Naja, wisst ihr, meine Familie hatte eine jahrhundertlange Fehde und wir schleudern Jahrhunderte zurück durch die Zeit. Ist euch das nicht auch seltsam vorgekommen? Mir kam die ganze Reise seltsam vor, bis nun gerade 13.4 oder 14.3 ist, war mir dann eigentlich auch egal. Das sehe ich auch so, es muss nicht immer unbedingt mit diesem Flug zu tun haben, auch wenn die Möglichkeit auf der Hand liegt. Dennoch, ich muss das überprüfen. Wenn ihr nicht mitkommen wollt, dann könnt ihr gerne so lange in Tokio bleiben. Vielleicht finden wir auch mehr heraus, wenn wir uns dort trennen. Auch wenn mir dieser Gedanke missfällt. Also ich glaube ja, dass Fraktion alles wieder ins Lot drücken wird, Tomoya. Immerhin hat Shion von einer weiteren Zeitreise geredet. Stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, mir auch. Allerdings hat das nichts zu bedeuten. Wir kennen diese Fraktion ja nicht. Und sie könnte auch eine wohlüberlegte Falle sein. Also Shion kam mir zwar kühl vor, aber so bösartig eigentlich auch nicht. Ich meine nur, dass wir auf alles vorbereitet sein sollten. Wir kennen hier praktisch nichts. Diese Welt ist uns fremd. Sie hat recht, Mio. Wir sollten ein wenig vorsichtiger sein. Vor allem in Bezug auf die Zukunft. Wir wissen nicht, was für Auswirkungen unser Dasein in der Vergangenheit auf unsere eigene Zeit hat. Versucht also möglichst wenig von der Zukunft an diese Fraktion oder andere Personen zu verraten. Auch diese Zeitreisende, wenn wir nicht hundertprozentig sicher sind, dass sie tatsächlich eine Zeitreisende ist, sollten wir mit ihr nicht zu viel über die Zukunft reden. Ich glaube, ich verstehe. Ja, ich auch, denke ich. Ja? Naja, wie dem auch sei, gönnen wir uns ein weiches Bett. Okay. Was wird das, Kleine? Ich spiele Geist und erschrecke die Gäste. Hast du Angst vor mir? Naja, nicht wir. Wir haben uns ganz doll erschreckt. Hehe, es klappt. Ich werde dann mal weiterspucken. Viel Spaß dabei. Ja, dachte ich mir doch. Hey Reisende, leider ist mein Shop noch nicht eröffnet. Komm morgen früh. Ich will klauen. Die Idee ist gut, doch meine Arme sind zu kurz. Die Idee war gut, doch Lillys Arme waren zu kurz. Der Schneider. Oho, da steckt Geld unter dem Holz.
erstmal rauben wir die alle. Denn wenn da jemand runterfällt, dann ist das gar nicht Gumbo, versteht ihr? Ist dieses Gasthaus jetzt auch noch eine Irrenanstalt, oder? Luri, Tochter des Gasthofbesitzers. Wenn ihr ein Bett für die Nacht sucht, dann fragt bitte meinen Vater. Oder wollt ihr etwa ein Autogramm? Autogramm, wie kommst du darauf? Ich habe im Kolosseum von Tokio gekämpft und bin ziemlich weit gekommen. Zwar konnte ich den Kolosseumshelden Yuki nicht besiegen, aber immerhin kam ich bis ins Finale mit meinem Bogen. Mit einem Bogen im Kolosseum? Das ist sicherlich nicht gerade einfach. Der Bogen ist nicht gerade perfekt für Zweikämpfe. Ich bin sehr flink, daher ging es einfach, probiert es doch einmal aus. Der Bogen ist eine tolle Waffe. Oh, danke, ich mag den Bogen. Vielleicht probiere ich es demnächst noch einmal, sobald die Umarbeiten abgeschlossen sind. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns sogar im Finale wieder. Ich glaube nicht, dass wir Zeit für Kolosseumskämpfe haben, dennoch danke für die Karte. Sag niemals nie, hörst du? Ja, ich hoffe, wir werden noch im Kolosseum kämpfen. Ich mag so Arenenkämpfe in Spielen. Immer. Oh, schöne Aussicht auf den Mount Fuji. Mehr aber auch nicht, okay. Ja, wisst ihr, das ist gar nicht Gumbo. Gasthof, heimatlicher Pass, ein seltsamer Name. Die Arme waren zu kurz, oder? Die Fässer sind leer. Lauter Bücher mit Geistergeschichten. The Ring, ne? The Ring. Okay, Geistergeschichten. Ja, würde mich gar nicht unruhig machen. Interesse? Nee. Nein, ich will noch nicht bezahlen. Ich will erstmal oben schauen, ob ich mit Leuten reden kann. Klemmt. Ein Tagebuch. Vermutlich hat ein Reisender es hier liegen lassen. Lesen. Ob es jemand stört, wenn ich einen Blick hineinwerfe? Ja, es ist bestimmt nicht von dem, der da ist. Ach, der Tag im Januar. Es reicht mir. Ich gehe. Wieder einmal habe ich mich in meiner Frau gestritten. Wegen den Kindern. Sie will, dass ich sie auf eine gute Schule schicke. Ich finde, dass sie einen richtigen Job verdient haben. Ich halte diese Streitereien nicht mehr aus und flüchte in die Nacht. Heute habe ich eine Gruppe Reisende getroffen. Sie sagten, dass sie dem Wind folgen und luden mich ein, sie zu begleiten. Ich bin begeistert. Diese Reisenden wissen so viel von der Umwelt um sie herum, kennen alle Pflanzen, wissen, wie sie jagen müssen. Ich habe vor lauter Begeisterung sogar für ein paar Tage meine Frau und die Kinder vergessen. Ich denke, dass ich den Reisenden noch etwas folgen werde, bevor ich zurückkehre. Erster Tag im April. Seit 3 Monaten ziehe ich nun mit dieser Familie durch das Land. Immer dem Wind nach, stets auf den Beinen schlafen mit jeder Nacht an einem anderen Ort. Ich frage mich, was meine Liebste zu Hause tut. Vielleicht hätte ich doch nicht gehen sollen. 10. Tag im April. Heute starb das alte Großmütterchen. Die anderen haben sie unter einem Haufen Steine begraben und sind dann weitergezogen. Die ganze Prozession hat höchstens 1 Stunde gedauert. Trauer konnte ich keinen in ihren Augen entdecken. Das hat mir sehr weh getan. 14. Tag im April. Ich kann nicht mehr. Meine Schuhe sind durchgelaufen und ich sehe mich nach dem guten Essen meiner Frau. Ersehne. Heute Nacht werde ich gehen. Zurück zu meiner Familie. 30. Tag im Juli. Es ist so heiß, aber ich bin so glücklich. Morgen erreiche ich Tokio. Hoffentlich lebt meine Frau noch dort. Es ist immerhin 1/2 Jahr her, seitdem ich sie und die Kinder verlassen habe. Ob sie einen anderen Mann hat? Hoffentlich ist sie nicht abgestürzt. Ich mache mir so viele Sorgen. Aber eines habe ich gelernt auf dieser Reise. Der Mensch kann alles überleben und dennoch glücklich sein. Ich denke, dass ich mit meiner Frau jetzt auch glücklich sein kann. Vielleicht können wir uns einigen. Eines der Kinder geht zur Schule, ein anderes lernt einen guten Beruf. Schmied vielleicht. Ich sollte die Kinder selbst fragen. Oh, Megumi, dein dummer Mann kehrt zurück. Hallo. Hier enden die Aufzeichnungen. Tokio, vielleicht sollte ich den Mann sein Tagebuch zurückbringen. Ich nehme es mal mit, vielleicht laufe ich der Familie über den Weg. Auch bestimmt laufen wir da über den Weg. Die Namen kommen mir jetzt durchaus vertraut vor, aber ich weiß nicht, ob das so sein soll, oder? Diese Herberge ist nicht gerade erste Sahne. In Tokio soll es ja eine Herberge geben, in der sogar der Kaiser übernachten würde. Wenn ich dort nur einmal übernachten könnte. Ja, dann wollen wir uns schnellstmöglichst dahin, um dort zu übernachten, wie der Kaiser es tun würde. Ja. Randale. Willkommen im Innen, heimatlicher Pass. Eine Übernachtung kostet, ja. Oh, okay. Da gibt es auch noch 2 andere Gäste. Ich kann nicht schlafen.
Ich vertrete mir kurz die Beine. Ah, jetzt gehen wir zu der Aussicht, ne? Was für eine schöne Nacht. Vollmond, was für eine stille Nacht. Was für eine heilige Nacht. Raben. Nee, Vögel. Das war das Einzige, was sich in dieser verrückten Welt nicht verändert hatte. Der Mond. Bleich und fahl erschien er auf uns herab. Völlig unbeeindruckt von dem, was auf dieser Welt geschah. Und es ist gerade einmal etwas mehr als eine Woche her, seitdem ich von Kyoto aus sah. Jene Nacht unter freiem Himmel, in der die Welt noch normal war. Bereits am Abend danach stand sie Kopf, als ich diese Hatsumomo am Schrein fand. Bewusstlos und verletzt. Eine irre Woche später und ich stand mitten in der Pampa. Irgendwann in der Vergangenheit mit einem Erbe, das mir schwer fiel zu kontrollieren und zwei unschuldigen Mädchen, die wohl nur wegen mir in dieser Geschichte, in die Geschichte gezogen wurden. Hey, kannst du auch nicht schlafen, Tomoya? Ich denke, es ist die Aufregung dieser Woche. Zumindest Kanina schläft, wie ein Baby, aber das konnte sie schon damals in der Villa. Damals, du redest, als wäre das Jahre her. Manchmal fühlt es sich auch so an. Es ist schon komisch, wenn man das mal bedenkt. Es ist nicht viel mehr als eine Woche vergangen. Doch mir scheint Jahre davor nur noch der verschwindenden kleinen Anteil in meinem Leben zu sein. Der Tod meiner Mutter, die Alkoholsucht meines Vaters, das ständige Feilschen um mein Bett mit Makoto. Das alles scheint so weit entfernt zu sein. Naja, wenn man neue Dinge erlebt, dann währt die Zeit länger. Aber wenn man jeden Tag den gleichen Trott hat, dann fliegt irgendwann die Zeit ganz automatisch an einem vorbei. Darum ist es gut, wenn man ab und an mal etwas anders macht. Anders machen brauche ich jetzt nichts mehr. Jetzt ist alles anders. Ja, da hast du recht. Mio, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass du und Kanina hier mit hineingezogen wurdet. Wenn ich es könnte, dann würde ich es ungeschehen machen, glaubt mir. Wenn mich etwas hier antreibt, dann der Wunsch, euch wieder zurück in euer Leben zu schicken. Nicht nur uns, Tomoya. Dich auch. Auf dich wartet auch ein Leben in der Zukunft. Ein neues Leben, ja. Und ich bin mir sicher, dass es am Anfang nicht leicht wird, aber nichtsdestotrotz ein neues Leben. War es nicht das, was du als Junge immer haben wolltest? Ja, schon. Du hast wohl recht. Manchmal frage ich mich, wie es wohl weitergehen soll, wenn wir hier einen Weg gefunden haben, um in unsere Zeit zurückzukehren. Soll ich zurück in die jetzt leere Villa? Kann ich als Mädchen überhaupt mein Erbe antreten? Was für Auswirkungen hat der Mord an Vater, den mit dir in meinen Körper verübt hat, auf mich? Muss ich mich vielleicht tatsächlich von allem lösen, was mein altes Leben ausmachte, weil ich nicht beweisen kann, dass ich wirklich Tomoya bin? Mach dir darüber mal keine Gedanken, Tomoya. Ich muss aber. Es ist wichtig, wenn ich noch eine Zukunft haben will. Natürlich, aber du vergisst, dass du Freunde hast. Kanina wird immer für dich da sein, glaub mir. Euch beide verknüpft inzwischen eine tiefe Freundschaft. Und mich hast du ja auch noch. Ich meine Familie ist reich. Wenn alles schief läuft, dann kaufe ich dir halt eine neue Wohnung. Du kaufst mir eine neue Wohnung? Oder du lebst einfach bei mir. In der Villa meiner Familie wäre noch genug Platz für die halbe Klasse. Sie lachte ein wenig verhalten. Danke, Mio. Ich weiß das zu schätzen. Kein Problem. Dafür sind Freunde da. Du, ich gehe dann wirklich mal schlafen. Morgen müssen wir immerhin wieder fit sein. Ja. Ach, Mio. Deinen Optimismus hätte ich manchmal gerne. Ich hoffe es wirklich für euch beide, dass die Fraktion einen Weg zurück in die Zeit, Zukunft kennt. Ja, das wäre echt schön. War ein sehr schöner Moment mit Mio, das war... mag ich. Ist jetzt ein neuer Typ da? Nein. Uhu, du bist gruselig. Hallo Fremde, tretet näher. Ich habe einige Sachen, die euch interessieren dürften. Okay. Heilkraut. Haben wir 10. Kräuterpäckchen. Gegenmittel. Nein. Einfach nur sicher. Ich weiß, ist sehr gering, aber 5 sollten uns dann für durch das Spiel bringen. Heilt kampfunfähig mit 25% HP. Ach so. Aber wir haben 3. Wir sollten nicht so oft sterben.
Zwei brauchen wir für die beiden. Doch, ich würde sogar gern 20 Heilkräuter einfach kaufen. Auch wenn... Ja, auch wenn das hier mehr bringt. Wir kaufen nur eins. Und, jetzt wollen wir erstmal Gegenstände verwalten. Der hat schon Holz, Gitas. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir nicht irgendwie alte Sachen haben, die wir verkaufen können. Nein. Okay. Es regnet. Es regnet. Es donnert. Hilfe. Ich mag Regen in Spielen. Ich mag Schnee in Spielen. Ich mag Regen in Spielen. Das mag ich immer sehr. Ja, aber... Das ist gar nicht so dumm. Ne, wobei der immer Gumbo sagt, der ist ja durch Zigaretten gestorben, ne? Ja, nein. Ich habe nichts... Ja, egal, auf jeden Fall. Harvest Neue Augen gibt's auch auf meinem Kanal. Und Edna bricht aus. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Das ist einfach mir... Nein, auf jeden Fall. Wir gehen gleich weiter nach Tokio und werden entweder nächste Folge oder in zwei Folgen Tokio erreichen. Und ich hoffe sehr, dass wir in dem Kolosseum kämpfen können, weil sonst wird es auch nicht erwähnt worden sein. Vielleicht gegen sie und gegen diesen Champion Yuki. Und dann müssen wir zu diesem Mann sein Tagebuch bringen mit seiner Frau Megumi und überhaupt noch zu der Fraktion gehen, damit sie uns nach Hause bringen können. Ob das so einfach ist, wir wissen es nicht. Wir sehen uns nächste Folge. Ciao.